Willkommen zurück zum zweiten Teil der Git-Befehle. Diese Grafik kennen Sie von letzter Woche. Es gibt verschiedene Zustände und Zustandsübergänge. Wir haben alle diese Zustände das letzte Mal angeschaut, aber nur einen Teil der Zustandsübergänge. Heute schauen wir uns noch die restlichen an. Der erste Befehl ist Git Reset. Stellen Sie sich vor, Sie haben mit git add eine Datei fälschlicherweise dem Staging-Bereich hinzugefügt. Das heißt, Sie haben eine Änderung vorgemerkt, die noch nicht hätte vorgemerkt werden sollen oder die gar nicht vorgemerkt werden soll. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das mit git reset wieder daraus zu entfernen. Schauen wir uns das an. Also mit git add Stern haben Sie alle Dateien, die verändert sind, in den Staging-Bereich überführt. Wenn Sie den Status anzeigen mit Short, sehen Sie, hoppla, diese params.exe wurde auch gestaged, das wollten Sie aber nicht. Dann machen Sie git reset params.exe. Und dann sehen Sie, es ist wieder untracked, wie es eigentlich sein sollte. Sie können auch git reset --hard verwenden, dann würde diese Datei direkt wieder gelöscht, weil gegenüber dem letzten Stand ist sie neu entstanden, sie war vorhin untracked. Und wenn Sie die effektiv nicht mehr wollen, können Sie sie so wieder weglöschen. Im Falle einer Exe-Datei wohl kein Problem, weil das sind Artefakte, die Sie aus dem Code generieren können. Bei anderen Dateien müssen Sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein mit git reset hard. Mit git reset, zeige ich es noch schnell, haben wir jetzt diesen Schritt gemacht. Also von staged sind wir zurück auf modified gegangen, beziehungsweise untracked kann auch sein. Das ist eher eine Ausnahme. Wenn Sie jetzt hier bei Modified sind und zurück wollen zu Unmodified, gibt es die Möglichkeit, Git Checkout zu verwenden. Und den Befehl schauen wir uns jetzt an. Also stellen Sie sich vor, Sie haben nicht aus Versehen etwas gestaged, sondern die Änderung schon aus Versehen gemacht. Also Sie haben eine Änderung vorgenommen, die sich dann als nicht nützlich herausstellt und Sie wollen diese Änderung rückgängig machen. Mit Git Checkout können Sie das bewerkstelligen. Schauen wir an, was der Zustand ist. Git Status Short sagt uns, dass wir HelloWorld.c und params.c im Arbeitsverzeichnis verändert haben. Und jetzt sagen wir, ja, die Änderung in params.c, die war okay, aber die in HelloWorld.c, die wollen wir rückgängig machen. Dann verwendet man Git Checkout und Achtung, jetzt kommt das Spezielles, --, Abstand und dann kommt der Dateiname. Hier sind zwei Abstände drin. Das ist kein Parametername, das ist was Spezielles. Der Effekt ist dann, dass die Datei Hello World nicht mehr verändert ist. Also die wird im Arbeitsverzeichnis zurückgesetzt, wie der letzte Stand war im Git Repository. Jetzt, was soll das mit diesem doppelten Minus? Normalerweise arbeitet der Befehl Git Checkout mit Commit-Hashes. Also sehr viele Git-Befehle arbeiten mit einem Commit-Hash oder mit anderen Referenzen. Kann auch ein Tag sein, lernen wir noch kennen. Weil jetzt hier ein Tag erwartet wird, müssen wir signalisieren, dass wir nicht auf eine Version zurück wollen, auf einen bestimmten Hash, sondern dass wir das Checkout auf eine einzelne Datei beziehen wollen. Und mit --- signalisiert man, dass jetzt die Kommandozeilenparameter für das Programm fertig sind und alle folgenden Parameter sich auf das Dateisystem beziehen, also den Ordner, wo wir jetzt drin sind. Das machen wir mit diesem --. Das ist übrigens keine Git-Eigenheit, das gibt es bei vielen Kommandozeilenprogrammen. Müssen Sie einfach mal sich so merken. Wenn Sie es weglassen, bekommen Sie eine Fehlermeldung und dann lernen Sie es mit der Zeit schon. So, jetzt, was man auch machen kann, man kann diese beiden Konzepte kombinieren. Das heißt, Sie wollen irgendwie die Datei params.c wiederherstellen, aber jetzt nicht, weil Sie sie versehentlich geändert haben, sondern weil Sie auf einen alten Stand zurück möchten. Sie haben zum Beispiel gestern einen Commit gemacht, der in diesem Commit-Hash resultierte. Und Sie wollen jetzt einfach sagen, ja, die Version gestern war besser, weil ich habe denen etwas gemacht, was sich als nicht wahnsinnig sinnvoll herausgestellt hat. Können Sie Git Checkout, Commit-Hash eingeben, also die ersten 8 Zeichen sollten genügen, und dann eben noch diesen Dateinamen-Parameter hinten angeben. Jetzt haben Sie eine Modified Version und die ist dann auch gestaged gleich, weil das M hier in der linken Spalte ist. Wenn Sie den Dateinamenparameter weglassen, haben Sie einen komplett anderen Stand. Also da werden alle Dateien, die seither verändert worden sind, zurückgesetzt auf diesen Stand.
Wenn Sie auf den neuesten Stand zurückkommen, einfach Git Checkout, Minus und dann sind Sie wieder auf dem aktuellen Stand. Hierzu eine Aufgabe und dazu verwenden wir wieder das Repository Git Exercises von letztem Mal. Ich gehe da rein. Mache mal git status-short und sehe, ich habe gerade keine Änderungen. Ich habe verschiedene Dateien drin. Damit arbeiten wir jetzt. Ordne das ein bisschen anders an. Und die erste Aufgabe lautet: Nehmen Sie eine Änderung an einer Datei vor, fügen Sie diese Änderung dem Staging-Bereich hinzu, git add, und kontrollieren Sie dies mit git status. Also was haben wir da an Dateien? Nehmen wir mal die Datei foo.txt. Sie können dazu vielleicht Nano verwenden. Und wir sollen jetzt eine Änderung daran vornehmen. Und schreibe jetzt da einfach noch auf einer zweiten Zeile Bar hinein, drücke Ctrl-X für Exit. Werde gefragt, ob ich speichern will. Ich gebe ein Y ein. Werde dann noch den Dateinamen gefragt. Ich drücke einfach Return, dann wird es überschrieben. Jetzt schauen wir, git status-short, okay, das ist verändert. Und jetzt soll ich das eben dem Staging-Bereich hinzufügen. Git add foo.txt. Bekomme eine kleine Warnung, wegen Zeilen ändern, interessiert uns jetzt nicht. Und dann kontrolliere ich das mit git status. Ich nehme jetzt immer --short, ich habe das nicht hingeschrieben, aber ich empfehle Ihnen, das zu verwenden, das ist kompakter und übersichtlicher. Okay, ich habe die Änderung gemacht, ich habe sie im Staging-Bereich vorgemerkt. Was kommt als nächstes? Machen Sie diese Änderung nun mit git reset wieder rückgängig und kontrollieren Sie mit git status, ob das wie erwünscht funktioniert hat. Die Änderung sollte nicht mehr gestaged sein. Also versuchen wir das. Git reset. Und wie verwende ich das? Gib es einfach mal ein. Unstaged changes after reset. Also foo ist jetzt unstaged. Git status-short. Okay, es ist wieder modifiziert im Arbeitsverzeichnis. Machen Sie nun auch die Änderung am Arbeitsverzeichnis rückgängig, indem Sie git checkout darauf anwenden. Kontrollieren Sie das wiederum mit git status. Schauen wir das an. Git checkout und jetzt Achtung, Dateinamenparameter foo.txt. Das scheint geklappt zu haben. Ja, die Änderung ist weg, ich habe wieder den Ursprungszustand. Viertens, nehmen Sie noch einmal eine Änderung an einer Datei vor und stagen Sie diese Änderung. Also jetzt wiederholen wir den ganzen Vorgang. Nano, nehmen Sie mal bar.txt. Schreibt da jetzt foo in die zweite Zeile. Speichere das unter dem gleichen Dateinamen ab. Sehen da, ich habe das gemacht, ja. Ich muss diesen noch einmal stagen. Gut. Und jetzt machen wir fünftens, verwenden Sie nun git reset hard, um diese Änderung sowohl im Staging-Bereich als auch im Arbeitsverzeichnis rückgängig zu machen. Git reset hard. Und jetzt schaue ich da, git status short, wie das aussieht. Ja, ich habe es wieder im ursprünglichen Zustand. Also das Ganze sollte demonstrieren, ich habe etwas gestaged. Ich habe es mit git reset wieder unstaged sozusagen. Und dann habe ich es im zweiten Schritt mit checkout wieder im Arbeitsverzeichnis zurückgesetzt. Und git reset hard macht es gleich einfach in einem Schritt. Git reset hard kann sehr praktisch sein, weil es eben viele Sachen macht, kann es eben auch gefährlich sein. Also schauen Sie immer mit git status, git status short, was Sie wirklich zurücksetzen möchten und verwenden Sie den entsprechenden Befehl. Wenn es geht mit git reset hard und wenn Sie unsicher sind, machen Sie es vielleicht in zwei Schritten mit git reset und dann mit git checkout. Das wäre es von diesem Video und dieser Aufgabe. Es geht gleich weiter mit der nächsten Reihe von Befehlen. Bis dann.